Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22 beim 0-Euro-Projekt hier irgendwo in Thüringen. Ja, und ihr habt es schon gesehen im Intro, ich habe offscreen mal noch drei Aufträge abgeschlossen, und zwar zwei grobe Aufträge und ein Düngerauftrag. Und das hat uns mal noch ein bisschen Geld gebracht, wie ihr oben rechts seht, denn aktueller Kontostand sind dann 113.889 Euro. Und Leute, ihr habt ja fleißig abgestimmt, fleißig gewotet, fleißig kommentiert. Mega, auf jeden Fall schon mal einen riesengroßen Dank an dieser Stelle an euch da draußen. Ihr seid wirklich der Hammer. Und ja, ihr habt alle gesagt, Jimmy, Option D ist definitiv die richtig gute Variante. Da können wir uns dann letztendlich auch selbst verwirklichen. Ja, der ein oder andere hat auch gemeint, so, oh, wir könnten uns ja auch mal hier diese große WGA bzw. das große LU so als Ziel nehmen. Ich muss sagen, ja, Scherzkeks, safe können wir das auch, aber dann habe ich ja auch schon in die Kommentare geschrieben, ich glaube, das ist dann vielleicht ein Ziel für irgendwann später. Und deswegen, das können wir vielleicht dann irgendwann mal in Angriff nehmen, aber Stand jetzt machen wir das auf jeden Fall schon mal nicht. aber sau cool auf jeden Fall, und danke an diesen Kommentar. Ja Leute, noch ein ganz kleines Problem. Ich hatte noch einmal das Problem gehabt, dass wieder einmal hier das Problem war mit den Aufträgen. Ich habe jetzt das Ganze nochmal neu gestartet, habe dann nochmal zwei Mods entfernt, und ich denke doch mal, dass es jetzt funktioniert und dass wir da jetzt keine Probleme haben. Deswegen haben wir jetzt hier, Stand jetzt, wieder auf dem Fendt 0 Stunden drauf. Leider. Aber egal, Leute, denn es läuft ja und wir sind hier voller Tatendrang. Und deswegen würde ich sagen, schwingen wir uns mal in unseren Bock. Und dann machen wir mal noch schnell das Gewicht hoch. Und dann düsen wir mal los und fahren mal zu dem dann neuen Grundstück, was wir uns dann jetzt kaufen werden. Und dann werden wir da vielleicht schon mal ein klein bisschen was einrichten, würde ich sagen. Ne? Also, das wäre ja auf jeden Fall schon mal eine super Sache. Dann können wir nämlich hier schon mal direkt ein bisschen was dann loslegen. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal schauen, wo war das denn überhaupt? Wo müssen wir dann eigentlich überhaupt hin? Ah, das war ja hier. Okay, dann fahren wir die Straße noch ein Stück weiter und dann rechts. Alles klärchen. Wunderbar, Leute. Dann Abfahrt. Das wird, das läuft. Leute, ich bin super, 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 super happy, dass ihr vor allen Dingen alle auch so fleißig abgestimmt habt. Und ich habe die ganze Zeit so in mir gehofft, oh, bitte sagt Option D, bitte sagt Option D. Oder auch von mir aus Option E, das wäre auch in Ordnung gewesen. Wobei ich auch sage, die eine Option mit dem einen Feld, mit dem kleinen Hof, mit dem Schweinehof, wäre auch geil gewesen. Ja, definitiv. Hätten wir noch ein bisschen drauf hinarbeiten müssen, wäre aber auf jeden Fall auch eine geile Idee gewesen. Aber so letztendlich dachte ich für mich, komm, bitte Option D, denn das wäre schon geil. So, und hier sind wir. Stellen wir mal hier ab. Oder, ja, komm, wir fahren hier kurz mal hier drauf. Dann steht er auch nicht so ganz im Weg. So, machen den nochmal aus, Leute, und dann ist es jetzt soweit. Wir kaufen das erste Grundstück. Und zwar die 227. Einmal kaufen. Oh, Leute, und sogar Unterschied minus 35,8%. Leute, das ist ja genial. Die 1820, die holen wir dann nicht, weil die ist jetzt doch dann recht, recht teuer. Das kaufen wir jetzt, Leute, mega. Wir sind stolzer Besitzer unseres ersten Landes, unseres ersten Grundstückes. Leute, geil. Es gehört uns, es ist jetzt unser. Tja, was machen wir denn da nun? Ne? Ich würde sagen, da müssen wir doch eigentlich direkt mal irgendwie einen kleinen Unterstand drauf bauen und mal gucken, ob wir dann dementsprechend vielleicht auch
ein kleines Farmhäuschen. Oh, hier können wir so einen Trailer hinbauen. Oh, der kostet 20.000 Euro. Aber dann haben wir zumindest schon mal ein Domizil zum Schlafen, würde ich sagen. Ne? Ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, damit wir schon mal was haben. Das muss ja nicht erstmal teuer sein und wir alle Dinge sind klein, ne? Und wir haben ja jetzt erstmal nicht viel Geld. Ah, ich glaube, ich setze das so hier hin. Dann sieht das auch so ein bisschen irgendwie cooler aus, vielleicht. So, hier, so. Zack. Und da haben wir schon mal unser erstes Häuschen hingesetzt. Und dann würde ich sagen, bauen wir noch irgendwie einen kleinen Unterstand hin. Irgendwas, was vielleicht nicht ganz so teuer ist. Ich glaube, ich habe das hier alles so, ja, das ist alles sortiert. Ich würde ja sagen, sowas, ne? Aber ich halte von dem Teil hier einfach so ungefähr gar nichts. Dann würde ich lieber sowas hier hinbauen. Da haben wir hier, das kostet 10.000 und dann haben wir hier erstmal auf jeden Fall ordentlichst Platz, Leute. Was meint ihr? Ich sag ja, oder? Jetzt setzen wir dann hier schon mal so dahin. Und dann haben wir hier schon mal unser erstes kleines Domizil. Leute, was meint ihr? Ist das was oder ist das nichts? Ja, jeder fängt erstmal klein an, ne? Also insofern, ja, wir hätten auch sowas hier hinbauen können, aber können wir dann vielleicht später schauen. Leute, aber das ist jetzt hier erstmal unser, Leute. Das ist erstmal unser. Und wir haben jetzt noch 68.000 auf dem Konto. Vielleicht, ich schau mal ganz kurz, damit wir vielleicht schon mal ein klein bisschen Geld generieren, vielleicht so ein paar Hühner. Eine kleine Hühnerweide. Weil der hier ist auf jeden Fall zu teuer und der Rest ist hier auch auf jeden Fall, ne? Nix. Aber ja, das Feld, das ist ja erstmal hier groß genug für uns. Vielleicht setzen wir uns hier noch so einen kleinen Hühnerstall hin und können dann hier schon mal auch ein paar Hühner. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die. Ich glaube, ich habe die ausgeschaltet. Die Interaktionsmarkierungen, weil dann sehen wir auch besser, wo das Ganze platziert werden muss, beziehungsweise wie. Genau so. Und dann setzen wir das doch mal. Wie weit können wir hier eigentlich zurück? Oh, das ist aber schon doch schon relativ groß. Egal, wir setzen es erstmal oder setzen wir es hier. Wie weit können wir bis hier nach vorne? Sag mal, können wir das hier überall platzieren oder was? Tatsächlich. Nee, Leute, wir setzen das mal hier an die Seite. Und dann haben wir hier mal noch einen kleinen Hühnerstall. Tschakka. So. Denn das bringt uns dann ja, wenn wir hier ein paar Hühner haben, auch schon mal die erste Kohle ein. Da würde ich auch gleich sagen, da gehen wir hin, machen den mal voll, dann fahren wir mal zum Händler und holen uns mal noch ein bisschen Hühnerfutter. Und dann, Leute, dann geht das hier vorwärts. Mega geil. Aber wir wollen ja direkt, dass das hier läuft, deswegen holen wir uns direkt mal hier ein paar größere Hühner. Wir brauchen ja auf jeden Fall Eier. Ich würde sagen, wir machen hier 29 Hühner einfach rein und einen Hahn, der letztendlich das Ganze hier ein bisschen belebt. Und dann können die hier mal fleißig, würde ich sagen, produzieren, ne? So, wir werden dann auf jeden Fall jetzt mal noch fix zum Händler wieder zurück. Wir bräuchten jetzt natürlich Weizen. Aktuell ist erntemäßig noch nichts unterwegs. Oder was sagt die aktuelle Auftragslage? Grubbern, lügen, düngen, Ballen pressen. Ja, was auch sonst, ne? Dann würde ich sagen,
Wir könnten uns ja auch. Wisst ihr was? Wir fahren mal zum Händler. Und dann, Leute, würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde shoppen, wa? Leute, ich fahr mal rüber zum Händler und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, Freunde, wir haben es geschafft und ja, ihr seht es, ich war ein bisschen shoppen. Ja, ich habe mal ein bisschen was für unsere nächsten Tätigkeiten geholt. Zum einen hier einen schönen großen Rabe Grubber. Damit werden wir auf jeden Fall mal noch die ein oder andere Grubberfahrt dann gleich machen. Und wir haben jetzt hier einen Anhänger. Ja, von Metalltech. Und da passen gut, ich glaube, es waren 12.000 rein. Wir können ganz kurz nochmal schauen. In den Anhänger passen 12 Kubik rein. Wunderbar. Und wir haben hier uns einen Grubber gegönnt. Der braucht 250 PS. Das Gute ist ja, unsere Maschine hat 265. Ich habe so ein bisschen überlegt, ne? Könnte knapp werden, aber ich denke, das schafft er. 7,5 Meter Breite. Leute, da können wir auf jeden Fall gut loslegen. Aber jetzt starten wir erstmal und fahren mal mit unserem neuen Gespann hier. Ah, Leute, das ist doch herrlich, oder? Das ist doch genial. Jetzt haben wir hier schön ein Grubber, ein Hänger, ein neues Grundstück, eine Halle und unser erstes kleines Farmhäuschen. Ja, es ist nur ein Trailer, aber es ist besser als nix. Und ich bin super happy. Ich finde es absolut mega geil. Und Leute, wenn man sich überlegt, wie gut und wie schnell sich das hier entwickelt, dann bin ich darüber wirklich. Oh, Junge, ey. Yes, ey, Kollege. Hier, Vorfahrt. Ne? Kannst du ja. Also, einfach hier so die Vorfahrt zu nehmen. Katastrophe hier. Der Verkehr einfach bodenlos. Ja, Leute, auf jeden Fall mega geil, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und vor allen Dingen auch, Leute, ich bin so hammer dankbar, wie toll ihr hier mitwirkt. Wie ihr das Ganze hier supportet, wie ihr liked, wie ihr das aufruft. Also mega. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das freut mich unheimlich und das lädt mich jedes Mal dazu ein, eine neue Folge zu machen und immer weiterzumachen und weiterzumachen. Und euer Feedback ist einfach nur genial. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das bedeutet mir was. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber jetzt erstmal unseren Hühnern das erste Fütterchen geben, würde ich sagen. Da müssen wir mal ganz kurz hier den Hut anmachen. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier die richtige Abkippseite haben. Dann brauchen wir mal hier das Knöpfchen und dann kippen wir das doch einmal. So, dann kriegen die Hühner mal hier Futter. Ach, da passt ja gar nicht so viel rein. Nur 750. Oh, ich habe gedacht, ich lade mal 2000 Liter rein, ne? Da haben wir bestimmt genügend. Aber, ja, so viel brauchen die anscheinend gar nicht. Den Hänger, den stellen wir aber mal, weil ich absolut kein Drehschemelfahrer bin. Ich hab's da irgendwie nicht so mit. Den stellen wir mal hier an die Seite. Und dann kann der mal hier auf seinen nächsten Einsatz warten. Steigen wir mal kurz aus. Machen den ab. Und Leute, ich würde sagen, dann gucken wir mal ganz kurz schnell in die Aufträge rein. Wir haben ja hier nämlich noch, oh, da haben wir noch zwei schöne Grubber-Aufträge. Ich würde sagen, wir machen den kleineren mal und dieses Mal können wir Vertrag akzeptieren machen und nicht Geräte ausleihen. Ich würde sagen, einmal Vertrag akzeptieren. Nein. Okay, Freunde, ich habe einfach nochmal alles kurz neu gestartet. Hab mal noch zwei Mods rausgenommen und zwar einmal das mit diesen Felderpachten. Nee, Felderpachten habe ich drin gelassen, genau, sorry. Ich habe den einen Mod mit diesen Auktionen rausgenommen und ja,
jetzt sieht es aus, als ob es dann doch funktioniert und es gibt einen richtig, richtig guten Auftrag. Den werden wir auf jeden Fall annehmen, denn Ernten fällt 5 und da gibt es Hafer zu ernten. Aber Leute, für 54.000 Euro, ich weiß, es wird dauern, aber Leute, den werden wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen und dann geht es jetzt hier mal richtig los, aber Leute, so richtig, richtig. Und dann starten wir mal hier durch mit dem John Deere. Ich glaube, Leute, das wird auf jeden Fall ein richtiges Späßchen, ne? Also, aber ich würde sagen, Leute, wir machen das mal ganz schnell so, dass ich schnell hier alles lade und losdüse. Und wir sehen uns dann gleich beim Feld und dann wird hier mal richtig in die Ernte gestartet. Let's go! So, Freunde, ich würde sagen, wir sind am Feld und wir reden und schnacken jetzt gar nicht groß rum, denn das Feld ist riesig, Leute. Und ja, wir haben hier eine Menge zu tun. Es ist auf jeden Fall, ja, das wird definitiv länger als diese Folge gehen, bis wir das hier durch haben. Ich weiß doch gar nicht hier. Leute, das ist ja ein Mammutprojekt hier. Das ist ja crazy. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und mal gucken, wie viel wir auf jeden Fall heute in dieser Folge schaffen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und das wird auf jeden Fall, wie gesagt, eine Herausforderung. Aber am Ende des Tages, wenn wir das Feld geerntet haben und dem Bauern hier seinen Hafer gebracht haben, beziehungsweise das muss nachher, glaube ich, alles in die Getreidemühle gebracht werden, dann werden wir dafür nachher ordentlichst belohnt, denn da warten über 50.000 Euro auf uns, Leute. Und das ist, ich glaube, das ist schon der Burner. Das ist mega geil. Aber ich will euch hier gar nicht so lange voll quatschen. Das habe ich schon in der Folge genug. Deswegen springe ich für euch ab in die Außenansicht und dann geht's hier richtig schön weiter mit der Haferernte. Let's go! So, Freunde, da sind wir einmal zurück im John Deere 8R. Und ihr habt ja gerade gesehen, der Drescher ist voll und wir werden den jetzt einmal abtanken. Und mal gucken, ich weiß gar nicht, was für ein Füllvolumen der eigentlich hat, der Drescher. Und dann gucken wir mal, wie viel Liter wir dann hier gleich schon mal an Hafer abgeerntet haben. Also
ihr seht ja, wir sind noch nicht mal wirklich eine halbe Runde um das Feld rum. Also das wird auf jeden Fall hier eine etwas längere Geschichte werden. Und wie gesagt, wir werden das definitiv in der jetzigen Folge nicht mehr schaffen. Ich werde da auf jeden Fall den Rest offscreen machen. Aber wir gucken jetzt mal, beziehungsweise ja, vielleicht mache ich es euch auch dann in der Timelapse für den Start in der nächsten Folge. Oder ja, ich schaue mal auf jeden Fall, wie wir es dann machen. Und wir gucken jetzt aber erstmal, wie viel denn hier jetzt schon eigentlich bei rumgekommen ist. Übrigens auch geil hier der John Deere 8R mit der Zwillingsbereifung. Hat schon irgendwie, muss man sagen, einen gewissen Charme, würde ich sagen. Ne? Also ist schon ganz nice. So, dann gucken wir mal, dass wir hier ordentlich drunter fahren. Super. Und dann tanken wir den mal ab hier, würde ich sagen. Ne? Haben wir hier irgendwo eine Anzeige, wo wir sehen, wie viel wir denn eigentlich hier schon drin haben. Ich sehe jetzt nichts tatsächlich. Leider. Sehr, sehr schade. Das ist natürlich echt blöd. Das wäre jetzt noch geil, wenn wir hier auf der Anzeige sehen würden, wie viele Liter wir dann eigentlich drin haben. Aber dann schauen wir mal einfach, wie es aussieht, was wir hier jetzt geladen haben. 16.200 Liter. Das heißt, auf jeden Fall safe können wir den noch zweimal abtanken und dann bringen wir die erste Fuhre zur Getreidemühle. Ne? Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was wir als nächstes machen und ja, Leute, wie es generell einfach mit dem 0-Euro-Projekt weitergeht. By the way, ich finde es übrigens mega, welchen Stand wir gerade haben und würde mich auf jeden Fall super darüber freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns und lesen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Lasst mir gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das Abo und ja, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, Kakao.